Hallo. Liebe Zuschauerinnen und lieber Zuschauer, willkommen zu meiner Sendung Marktplatz der Nichtarbeit. Für euch kommt jetzt die Sendung 420 und es gibt ein besonderes Jubiläum. Ein Jahr lang Räumung der Liebigstraße 14. Da gibt es jetzt viele Aktionen. Achtet darauf. Und jetzt kommt erstmal nach dem Hinweis die Übersicht. Als erstes sehen wir etwas von Karpfen. Sie hat die Demo zum Polizeikongress gefilmt. Vom vorletzten Samstag, die ging ja vom Herfurtplatz ab. Und als nächstes etwas vom Café Sibylle. Da kommt eine kreative Jam-Session von Birgit. Und als nächstes. Ein Kurzfilm über Nahrungsmittelspekulation. Und das war die Übersicht. Hi, everybody. Now I'm here. Reason why I brought up these shoes because I admire that Iraq journalist throw up the shoes and every girl in the planet and every man in the planet. I want you to throw the shoes to Bush and H. Walker. We are Hitler, like I have already talked to you about. I have already talked to you about the. I have already talked to you about 40, 50 vaccine generations. 40, 50 years old people is going to die by the vaccine August 14th by in the base. Every person is going to get a shot and they are going to die 40 or 50 or something by the sickness. Because this is Holocaust from George W. Bush and Bush Ridge Walker. And every people, everyone in this planet, girls, women, mother, everybody take a shoes, yellow, you know, red, blue, doesn't matter. Everyone take a shoes and throw to the bush. You know, I need to turn my volume off. Everyone in this planet throw the shoes like him, throw the shoes and don't play a game. No hypocrite. I don't need no hypocrite. These people bring my life and sell my this bullshit, sell my death and stuff. I don't need these hypocrite people. Every girls, every man, every woman, every grandmother, grandfather, everybody take a shoot and throw the shoot. This is serious. And also, these I am doing this propagation. Oh. Look up. This one. Look up. My body is not playing. I'm deadly fighting, and I don't, I'm deadly fighting, and I don't need any negative people in my life, any hypocrite in my life. Okay, let's move to the, let's get down to the topics today. And arrest. And Afghanistan war. Arrest Bush, skull and bones. Obama, arrest fucking skull and bones. Obama, skull and bones, beat. Obama, we arrest skull and bones and fucking arrest Bush H and Bush George W. Bush, Hillary, Sullivan, arrest them and end the fucking war.
End the fucking war. End the fucking war. End the fucking war. End the fucking war. End the fucking war. End the fucking war. End the fucking war. End the fucking war. End the fucking war. End the fucking war. Because I'm not playing. Press the button, everybody. Press the button. Press the button. Press the button. End the fucking war. End the fucking war. Obama, end the fucking war. End the fucking war. End the Afghanistan war. End the Afghanistan war. End the Afghanistan war. End the fucking 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 war. Obama arrest skull and bones, cause I'm not playing. Obama arrest skull and bones. And everybody, in every girls, every man, throw the fucking shoot like him, like this. End the fucking war. 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 Obama, you have to end the war. Arrest George W. Bush. Arrest H. Bush Walker. I'm sick and tired of this game. I'm sick and tired of this bullshit, people. I'm sick and tired of this shit. Arrest Skull and Bones and end the fucking war. Arrest Skull and Bones, arrest Skull and Bones, and end the fucking war. Sick and tired of this. Obama, you better arrest Skull and Bones and end the fucking war. That's all I want to say. The fucking war. Matze, du hast Birgit im Café Sibylle gefilmt? Ja, und ihrem Pianisten, wie sie eine kreative Jam chatten über die Gedanken der Welt und so weiter ihres Lebens von sich geträllert haben. Band ab.
das war Tilo Nightmare. So, wir machen weiter einen Text zum Thema Sprechen. Verstehen. Wenn die Sätze nichts mehr sagen, weil die Worte einander jagen, vielleicht das Tiraden zu viel versprechen, die Leere verbauen, die Sicht überdecken, keine Message mehr tragen, kein Wort von Lebenslagen, aber die Autoritäten bleiben zu erraten. Textzeilen werden zu eisernen Darren, Textzeilen werden zu Rednerrängen, auf denen sich die Sachwalter alle drängen. Erfolg, Schwung, Abschwung, Aufschwung, Slogans vom Leben auf Internetseiten, hohlen Mikrofonklänge in dunklen Zeiten. Karpfen hat für uns einen Kurzfilm mitgebracht. Du weißt was darüber? Ja, geht um Nahrungsmittelspekulation. Und habe ich gleich, das wurde in Berlin gedreht, habe ich gleich mal gefragt, ob man die verwenden kann. Ja, ist schon Creative Commons, können wir verwenden. Ne? Und ihr seht da jetzt, Band ab. In den Jahren 2007 und 2008 kam es zu einer neuen Spitze der globalen Hungersnöte. In über 30 Ländern kam es zu Hungeraufständen. 115 Millionen Menschen mehr fielen in extreme Armut. Ausgelöst durch den drastischen Anstieg der Nahrungsmittelpreise. Der Nahrungsmittelpreisindex verzeichnete zwischen 2006 und 2008 eine 71-prozentige Preissteigerung bei den essentiellen Lebensmitteln. Für Reis und Getreide betrug die Steigerung sogar 126%. Nachdem die Preise daraufhin gefallen waren, steigen sie inzwischen wieder stark an und haben zu Beginn 2011 erneut die Höhe von 2008 erreicht. Am härtesten betroffen von diesen Preisanstiegen sind die Entwicklungs- und Schwellenländer. Während ein durchschnittlicher Haushalt in einem Industrieland ca. 10-20% für Nahrungsmittel ausgibt, sind es 60-80% in Haushalten von weniger entwickelten Ländern. Dementsprechend sind Preisänderungen in solchen Ländern viel gravierender. Die Preissteigerung um 71% bei Grundnahrungsmitteln würde demnach in einem industriellen Haushalt zu ca. 10% Mehrausgaben führen. Ein Entwicklungshaushalt wäre mit knapp 50% Mehrausgaben belastet. Für die Nahrungsmittelpreisspitze 2007-2008 werden folgende Gründe häufig genannt: steigende Nachfrage, der Verfall des Dollarkurses, Vernachlässigung der Landwirtschaft, Exportbeschränkungen in wichtigen Erzeugerländern, Produktion von Biotreibstoffen, schlechte Öl- und Düngemittelpreise, schlechte Ernten. Der aktuelle Preisanstieg erklärt sich zunächst durch die Ernteausfälle der letzten Monate in Russland, Australien und anderen Erzeugerländern. Doch die extremen Preisspitzen lassen sich durch die genannten Faktoren allein nicht erklären. Hierfür nennen viele Beobachter einen weiteren Faktor: die immer stärker ausufernde Spekulation auf den Rohstoffmärkten. Nahrungsmittel werden auf dem Markt nicht nur direkt gekauft und verkauft, sondern es gibt den sogenannten Terminmarkt, auf dem zukünftige Ernten gehandelt werden. Ein Bauer, der nicht weiß, was seine Ernte im nächsten Jahr wert sein wird, kann sich am Terminmarkt gegen Preisschwankungen absichern. Dabei kann im einfachsten Fall der Bauer mit einem Müller einen bestimmten Preis und ein zukünftiges Lieferdatum vertraglich festhalten. Diese Terminverträge heißen an der Börse Futures. Außerhalb nennen sie sich Forwards. Damit Bauer und Müller es leichter haben, am Terminmarkt zu handeln, gibt es Zwischenhändler, die dann wie eine Art Absicherer agieren. Sie wenden sich beispielsweise an den Bauern und bieten ihm an, die Verluste zu übernehmen, sollte der Preis für Getreide deutlich sinken. Sollte er jedoch deutlich steigen, so geht der Gewinn an den Spekulanten. Außerdem lässt er sich eine Gebühr für seine Arbeit und sein Risiko vom Bauern bezahlen. Das Gleiche bietet er dem Müller an. Dies bedeutet zwar, dass der Getreidepreis insgesamt leicht ansteigt, aber Bauer und Müller gewinnen dadurch Planungssicherheit.
Diese Art Spekulant ist oft gut mit dem Nahrungsmittelmarkt vertraut und gilt allgemein als marktstabilisierend. Zu den Hedgern gesellen sich weitere Spekulanten, die je nach Risikobereitschaft die Risiken und Chancen der ursprünglichen Verträge mit weiteren Futures, Forwards und anderen Mechanismen des Finanzmarktes verteilen oder vervielfachen. Auf den Nahrungsmittelmärkten gab es lange Zeit relativ wenig Spekulanten. Das hat sich jedoch sehr geändert. Zum einen ist die Gesetzeslage während der letzten 10 Jahre zunehmend freigebiger geworden. In den USA wurde es beispielsweise Banken und Fonds erlaubt, verstärkt auf den Terminmärkten zu handeln. Zum anderen, weil im Zuge der Weltwirtschaftskrise der Immobilienmarkt zusammenbrach. Die Spekulanten suchten einen neuen Markt. Viele von ihnen trieb es auf den der Landwirtschaft. Zu diesem Andrang marktfremder Spekulanten zählen auch Hedgefonds und Indexfonds. Indexfonds konzentrieren sich darauf, mit dem Kauf von riesigen Mengen Futures den physischen Markt nachzubilden. Es ist allerdings anzunehmen, dass sie so die Preise nach oben treiben, da sie vor allem Futures kaufen, die auf steigende Preise wetten. Die viel diskutierten Hedgefonds gehen anders vor. Sie spekulieren mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Strategien des Finanzmarktes, um selbst bei fallenden Kursen noch Gewinne machen zu können. In Europa spielt diese neue Art der Spekulation mit Futures eine wachsende Rolle. Vor allem an den Börsen in Paris und London. Am weitesten ist sie jedoch in den USA entwickelt. Dort sank der Anteil von Produzenten, Konsumenten und Händlern an den Terminverträgen von 39% im Jahr 2000 auf 15% zu Anfang 2008. Das Verhältnis von US-Weizen-Futures zur physischen US-Weizenproduktion veränderte sich ebenfalls. 2002 gab es das 11-fache an Futures, 2004 das 16-fache, 2007 das 30-fache. Der Zustrom von Spekulanten führt dazu, dass immer mehr Verträge abgeschlossen werden, die nichts mehr mit den Bedingungen der Realwirtschaft zu tun haben. Einige Spekulanten beginnen zur Profitgenerierung, die Märkte zu manipulieren. Die meisten jedoch wetten einfach nur auf die Aktionen anderer Spekulanten oder nutzen kurzfristige Tendenzen aus. Somit werden kleine Preisbewegungen zu Trends. Die Spekulation provoziert also Preissprünge, an denen vor allem die Spekulanten verdienen. Und die preisstabilisierende Wirkung weniger Spekulanten schlägt mit der Masse ins Gegenteil um. Durch den Anstieg der Spekulation mit Terminverträgen werden Nahrungsmittel immer mehr von einem Nutzwert zu einer Geldanlage. Dies ist die sogenannte Finanzialisierung. Die Preise werden nun immer stärker von der Wechselhaftigkeit des Finanzmarktes beeinflusst, nicht mehr von den Bedürfnissen der Menschen, Bauern und Unternehmen. Die USA haben nach den schlechten Erfahrungen mit der Liberalisierung ihrer Märkte bereits begonnen, diese wieder stärker zu regulieren. Es wurde beschlossen, den außerbörslichen Handel wieder an die Börse zu zwingen, Positionslimits für Spekulanten zu stärken und die Spekulanten zu verpflichten, mehr Informationen über ihre Tätigkeit zu geben. In der EU wird dieses Thema jetzt ebenfalls diskutiert. Die europäischen Börsen sind zurzeit unterreguliert. Und die ausufernde Finanzspekulation droht weitere Blasen hervorzurufen. Darum brauchen wir auch in Europa strengere Gesetze, stärkere Handelsbegrenzungen für Spekulanten durch Preis- und Positionslimits und eine höhere Transparenz. Ich weiß nicht, wie viele Tote es sind. Ich habe keine Ahnung. Aber ganz sicher habe ich mehr Menschenleben auf dem Gewissen als all die Generäle und Politiker, die man wegen Kriegsverbrechen vor Tribunale gestellt hat. Als Bankerin werden Sie eingestellt. Der Vorstand betraut Sie mit bestimmten Aufgaben. Sie werden
einem bestimmten Sektor zugewiesen und sie sagen sich, ja, das ist jetzt mein Job, wie jeder andere auch. Dann bauen sie eine Abteilung auf, vielleicht 40 Mitarbeiter. Bei mir waren es anfangs 27 und zum Schluss über 50 Leute. Die tun alle, was von ihnen verlangt wird. Sie selber ja auch. Sie arbeiten hart, richtig hart. Aber was sie am Anfang noch nicht wissen, je härter sie arbeiten, also je besser sie sind, desto schneller kommen diese Bilder in den Medien. Von den Hungerkrisen. Am Anfang wollen sie das nicht wissen. Sie arbeiten hart. Sie geben alles. Sie geben mehr als alles. Sie nehmen auch in Kauf, dass ihr ganzes Privatleben vor die Hunde geht. Wie bei mir. Aber sie arbeiten weiter, ja? Weil die Arbeit ist auch eine Droge. Sie geben einfach alles, was sie haben, da rein. Und der Erfolg macht süchtig. Aber irgendwann kommt ein Punkt, nachts in einem Hotelzimmer, das war in Toronto, im Rahmen einer Konferenz über OTC-Swaps und Forwards. Da liegen sie wach in ihrem Hotelzimmer und können nicht einschlafen. Sie sind hundemüde, aber kriegen kein Auge zu. Und dann auf einmal schießen ihnen all diese Bilder in den Kopf, all die Bilder, die sie je gesehen haben. Über Ägypten, über Äthiopien, Kenia, Somalia. Und auf einmal begreifen sie schlagartig die ganzen Zusammenhänge. Und ohne dass sie es wissen wollen, merken sie intuitiv, dass sie das nie mehr loswerden, dass das ab jetzt so bleibt. Sie können den Fernseher ausmachen, keine Zeitung mehr lesen, aber dieses Gewissen, das bleibt an. Schauen Sie sich all diese Menschen an. Wie können sie so vor sich hinhetzen? Wie können sie so durch den Tag gehen, wenn sie wissen, dass woanders hunderte Millionen leiden? Wie können sie nach allem, was passiert ist, ernsthaft den sterbenden Michael Jackson beweinen, anstelle von 6 Millionen toten Kongolesen in den letzten 14 Jahren? Stimmt doch irgendetwas nicht. Wie können wir so leben? Vor fast 2.500 Jahren, da hatte Aristoteles seinen Namen dafür. Mikropsychia, Kleingesinntheit. Alle auf sich bezogen und beschränkt, das ist wie eine Krankheit. Selbstbezogenheit, das ist eine Krankheit. Und die verhindert, dass wir die Armen sehen. Sie steckt tief im Körper und vergiftet alles. Platon hat gesagt, im Kleinen zeigt sich der große Staat. Und jetzt schauen Sie sich all diese Menschen an. Er läuft hier nämlich überall rum, dieser große Staat. In 80 Millionen fein säuberlich abgeschotteten Einzelteilen. Das Private sollte das Öffentliche sein, aber das Öffentliche, das will nicht so richtig privat werden. Denn das, was wirklich öffentlich wäre, das verpestet die Qualität unserer Privatleben. Irgendwann werden wir alle lächerlich sein. Irgendwann werden Historiker an unserer Zeit nichts Großzügiges oder Wohltätiges sehen, sondern nur die nackte Barbarei unserer Privatheit.
Das war Sendung 420. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Schau auch beim nächsten Mal wieder rein. Und euch allen eine schöne Woche. Tschüss. Unserem kalten Ambiente hier. Was nochmal machen?